Willkommen bei mir, dem Thorsten Akatuto, beim Clan Pascha Prime, also der hier so ein bisschen durch die Lande zieht. Heute starte ich mal auf meinem RH10 aus ganz aktuellen Anlass. Also nicht, weil, so wie es im Thumbnail steht, ich den CK verpennt habe, sondern weil unser Gegner, komischerweise, ihr habt ja die Folge gesehen, wo der Gegner hier so gar nichts in den Clanbogen hatte und auch gar nichts gemacht hat. Also ich glaube, die Folge hieß, da hat sich jemand Spaß erlaubt, sondern wir haben hier den Gegner danach, ihr seht das, wir haben zwei Stück hintereinander gewonnen und bevor es mir ausläuft, deswegen starte ich heute auf dem Rathaus 10er. Den letzten haben wir verloren, ihr seht das, unentschieden nach Prozenten verloren, das kann man mal so hinnehmen, ist sehr ärgerlich, aber wenn wir hier mal in die Details reingehen, auch hier wieder 57 zu 21 gewonnen, ich weiß nicht, was den Gegner geritten hat, der fing ja irgendwann auch mal an anzugreifen, aber jetzt guckt mal hier, dass der 11er und der 12er, die heißen schon mal gleich und beides sind Engies. Beides sind irgendwo Engies, Engie-Accounts. Und jetzt guck mal, wen die gemacht haben. 1 Avatar, 3 Dennis, 4 JMR, 1 Avatar. Okay, kann man mal so hinnehmen. Jetzt gucken wir mal, wie die hier oben angegriffen haben, die beiden. 1 Avatar, 2 Sascha, 3 Dennis, 1 Avatar. Ich weiß nicht, was die geritten hat, aber wir haben hier wirklich gelegen und haben hier gegrübelt. Was machen die? Warum machen die das? Und ihr seht das, der Rest hat mal wieder nichts gemacht. Also ganz nett gewonnen. Ich wollte es nur nicht in Vergessenheit geraten lassen, denn das Ding läuft heute aus. Ich wollte nämlich heute auf meinem Rathaus 9er weitermachen mit euch. Ich wechsle mal eben auf das 9er Dorf. Und ja, hier ist es mir tatsächlich passiert. Und ich habe mich auch ganz, ganz lange in die Ecke gestellt und habe mich geschämt. Denn ich habe hier diesen Clankrieg wirklich mit meinen Charakteren verpasst. Das ist mir noch nie passiert. Das tut mir auch, ja, es tut mir wirklich, wirklich leid. Aber ihr seht das hier. Schief barfuß, zwei Angriffe offen. Und auch der Chefkoch, das ist mein Rathaus 8, ungenutzte Angriffe. Und man hat mich hier nicht degradiert oder rausgeschmissen. Ich denke mal, man hat mich ermahnt. Das ist leider schon aus dem Chattext wieder raus. Und deswegen hat man mich jetzt erstmal zwei CKs hier rausgelassen. Also ihr dürft mich ruhig wieder mitnehmen. Ich bin wieder grün und ich glaube, das war eine ganz einmalige Sache. Vielleicht ist euch das auch schon passiert, dass ihr einfach mal so einen Angriff oder... Ich meine, bei mir waren es jetzt zwei Angriffe. Das ist schon richtig kacke. Verpasst habt und wie gesagt, es tut mir unheimlich leid. Wir sind aktuell ja im Event und wir wollen mal ein bisschen spielen und dritter Klick hier, ja, die können wir mitnehmen. Ich bin im Moment in so einer Liga, wo ich das eigentlich ganz gut machen kann und ich habe alle 5 Bauarbeiter vor allen Dingen frei. Ich muss jetzt eben nur mal sehen, wie ich hier reinkomme. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg hier und mein Labor ist leer und 5 Bobs frei mit diesem Account. Auch das ist eigentlich ein Unding bei mir, dass das zurzeit so ist. Ja, ich komme im Moment eher weniger zum Spielen. So, hier müsste ich auch einen Packer drin haben. Habe ich auch. Und jetzt gehen die hier hoffentlich auch weiter. Die muss ich jetzt nur hier am Tesla springen lassen. Ja, ich sage das ganz bewusst, weil hier ist immer ein Tesla bei diesen Bases hier. Das wisst ihr und das weiß ich natürlich auch. So, jetzt können wir hier schon mal so ein bisschen was zur Ablenkung reinschicken. Ich habe mein King vergessen, glaube ich, aber der Rest sieht noch ganz gut aus hier in der Mitte. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich ganz gut durchheilen kann. Ich glaube, wir heilen hier jetzt noch mal durch. Die Magier, dass die mir das Lager da hinten mitnehmen und die Päcker fressen sich ja in jedem Fall ganz gut. Ja, ich glaube, die fressen sich ganz gut durch. Und ich weiß nicht, ob ihr das Event schon fertig habt. Ich habe das jetzt erst angefangen aufgrund meiner extrem, ja, nicht knappen Zeit, aber wenigen Zeit, die ich im Moment in Clash of Clans verbringe. So, da müssen wir mal außen jetzt noch ein bisschen was setzen. Und natürlich unsere Queen nicht vergessen. Die nimmt nämlich noch zwei wichtige Sachen hier. Nein, sie nimmt sich erst der Kaserne an. Okay, dann wird sie jetzt sterben. Aber ihr seht sie, ich habe die jetzt erstmal auf Level 11, denn ich hatte ein Heldenbuch zu viel und konnte das Heldenbuch aus den Clanspielen nicht aufnehmen, wollte aber die anderen Ressourcen aufnehmen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass ich doch erst die Queen mache, bevor ich jetzt einen etwas im
im Labor laufen lasse. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Ich glaube, den haben wir ganz gut gerockt hier. Müssen wir mal sehen, dass wir unsere Bauarbeiter vor allen Dingen wieder ein bisschen weiterkriegen. Ich habe keinen Schub an gar nichts. Und okay, der ist jetzt schon Geschichte. Mal gucken. Also ein Packer ist nett. Packer ist immer nett und greife ich ganz gerne an. Die Taktik kennt ihr sicherlich. Auch Supercell hat sich diesmal ein bisschen angepriesen in einem Video. Go Vibe. Go Vibe. Und den kann man natürlich ein bisschen abwandeln. So viel geht gar nicht, weil man ganz schön viel Truppen schon setzen muss, wenn man jetzt ein... wenn man also die drei Erfolge, die man ja machen muss, können wir gleich gerade drüber quatschen. Die drei Erfolge, die man ja machen muss, um die Gems zu bekommen. Ich dachte eigentlich, es gibt 65 Gems, aber es gibt nur 30 Gems pro. Und, den lassen wir mal eben auslaufen. So, da ist er weg. Denn ich dachte, es gibt hier 65 Gems für einen Erfolg, aber es gibt nur 30 Gems. Ja, muss ich mal eben schauen. Das Event ist hier. Ja, und wenn ihr jeweils den Fortschritt auf jeweils einen Balken haben wollt, mit einem Schwung, also mit einem Go-Vibe, da muss man schon ganz schön viel Truppen hier setzen. Ich nehme ja immer zwei Golem, aber das passt jetzt. Also wir haben schon mal den Startschuss gemacht. Und ich denke mal, wir schuben mal. Da machen wir nämlich noch einen Angriff, denke ich. Wo ist das Schubteil? Hier ist das Schubteil. Benutzen. Und ich habe die Clanspiele schon abgeholt. Das Witzige ist, sobald ich den einen benutze, mache ich mir das Lager gleich wieder voll, denn die 25 gönne ich mir immer. Also hier baut was, ich spende mir mal eben nach. In der Zeit suche ich mir mal eben einen Dorfbesuch aus. So, ich habe jetzt einen Schub angeworfen. Ich habe gerade gesehen, die Aufnahme hat so toll gestoppt. Super, ne? Also passt so ein bisschen zu meiner derzeitigen Außenlage. Also ich habe jetzt gerade einen Schubtrank genommen und habe auch gleich wieder den Trank hier nachgekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das auch immer macht. Also ich mache mir das Ding immer voll. Die 25 gönne ich mir in jedem Fall. Ihr seht das hier, ich bin eigentlich ganz gut bestückt, was so Runen angeht, Items angeht. Okay, das Bilderding muss ich im Moment nicht nehmen, weil sich hier kein Bauarbeiter zurzeit bewegt. Aber ich muss noch ein bisschen was machen und hatte ja gesagt, wir suchen uns ein Dorf eben mal raus. So, dann gucken wir mal. Community. Oh, da ist nicht viel drin. Und es geschehen noch Zeiten und Wunder, beziehungsweise, nein, keine Freundschaftsanfrage schicken. Der Kenny Nation hier hat mir schon vor 3 Wochen geschrieben. Allerdings war er einmal abgefarmt und ich bin jetzt endlich auf seinem Profil gelandet. Er ist ein Rathaus 9 und ich glaube, er ist noch nicht so lange Rathaus 9, denn ich sehe schon mal freigespielte Truppen, also Babydrache, Hexe und Lavahund, eine Queen auf 5. Das lässt so ein bisschen darauf hindeuten, dass er noch nicht so lange Rathaus 9 ist. Und wir sehen das auch hier, Lager ist noch nicht ausgebaut und die zweite Kaserne geht schon mal hoch. Ja, das ist auch eine gute Sache, die Kasernen alle hoch zu machen. Dann musst du dich darum nicht mehr kümmern. Im Moment hat er eine dunkle Kaserne, wird er ja schon on top haben. Das ist diese hier, die ist schon auf 6. Und hier unten hat er auch schon eine mit dem Babydrachen. Die zweite geht hier hoch. Ja, super. Habe ich auch mit meinen Accounts immer so gemacht. Dann muss ich mich da nicht mehr um kümmern und kann aber immer schnell Truppen produzieren. Er hat die Lage auf 220, das sehe ich glaube ich so. Hat er schon mal gut gemacht, hat er auch einen Bob rumgeschickt. Also Start super geglückt hier. Und auch hier die Clanburg schon auf 30er raus. Ja, sieht gut aus. Und ich denke mal, er pumpt, er farmt, ist ein aktiver Account. Wir gucken, wie er in der Liga ist. Ja, er hat schon zwei. Okay, er hat nur erst zweimal gedefft. Ja, hat auch nicht ganz so viel CK-Sterne. Ist auch nicht jedermanns Sache. Und das Dorf gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Er hat schon, da hat er schon eine Luftabwehr oben. Sauber. Und der Rest geht jetzt sicherlich ganz behende hoch. Auf die Luftabwehr hat er, glaube ich, erstmal einen Fokus gelegt. Die geht schon mal hoch. Die Magiertürme hat er 1, 2, 3. Fehlt da nicht einer? Ein Rathaus 9 hat er nicht 4 Rathaus? Doch, der müsste eigentlich einen vierten Magierturm haben. Entweder sehe ich ihn jetzt nicht oder er ist irgendwo verdeckt oder er muss ihn noch bauen. Ich denke mal, er muss ihn noch bauen. Ich guck noch mal bei mir. 1, 2, 3, 4. Ja, den muss er noch bauen. Okay, wir machen hier unseren zweiten Angriff, denke ich mal. Ich muss mir jetzt mal gerade ein paar Truppski spenden und dann frage ich auch eben mal ein bisschen was an. Einmal Bodenwut bitte, Bodengift. Oh, kein Déjà-vu. Ist fast die gleiche Biss wie eben. Aber 3646 Dunkles
Wobei die X-Bogen hier im Ausbau sind. Wunderbar. Wo ist sie? Die Queen? Auch nicht da. Eieiei, herrliche Base. Und ich würde sagen, wir gehen dem einen Lager auch gleich mal entgegen. Was habe ich denn eigentlich in der Clanburg? Oh, da habe ich nochmal einen Golem drin. Okay. Dann können wir die hier mal so richtig tanken lassen. Da haben wir auch schon mal die erste Riesenbombe erwischt. Das ist auch schon mal super. Und ihr seht das, ich habe so ein ganz kleines bisschen anders hier jetzt meine Truppen gebaut. 4 Packer. Ja, wir nehmen 4 Packer mit und springen wie immer auf dem Eck. Ich hoffe, dieses Mal vergesse ich den King nicht. Ich gehe auch gleich mal ein bisschen näher rein. Nicht, dass der mir nochmal hier durch die Lappen geht. So, erstmal muss der gegnerische King jetzt dann glauben. Jawohl. Und ein Bohrer haben wir ja schon mal mitgenommen. Der andere Bohrer ist hier links. Mal sehen, ob sich meine Truppen so ein bisschen dahin bewegen. Es wäre ja mal ganz schön. Oder wir nehmen den von außen mit. Das können wir natürlich auch machen. Und denn hier ist schon wieder nichts. Ah, Mist. Nein, die machen jetzt meine ganze Magie kaputt. Okay, die gehen jetzt schon wieder den gleichen Weg. Das ist wirklich komisch, dass sie sich immer nach dahin gefühlt ziehen. Aber jetzt der King und der Golem, jawohl. Der King muss jetzt durch... Oh, jetzt geht er nicht... Nein, jetzt geht er wieder zurück. Oh, Leute. Aber der Packer ist da. Der Packer ist da. Ich denke mal, der Bohrer ist auch unser. Und die gleiche Situation wie eben. Auch auf der Ecke die Queen. Das ist echt mal komisch, ne? Ist euch das aufgefallen? Die Truppen sind fast wieder exakt den gleichen Weg gegangen wie vorher. Und jetzt habe ich noch zwei Golem habe ich noch. Da ist der eine Clanburg-Golem auf jeden Fall dabei. Die machen ja nicht wirklich viel Schaden, aber sie können schon ganz gut was ab. Im letzten Update oder im vorletzten Update, ich weiß gar nicht mehr, in welchem es war, haben die Golems auf kleineren Level ja etwas mehr Healpoints bekommen, also können noch mal so ein bisschen mehr Trefferpunkte einsacken. King ist noch voll und ja, so schlecht machen die das gar nicht, ne? Und so ein bisschen kratzen die dann ja auch immer am Lager, beziehungsweise an den Sachen an, die so ein bisschen in unmittelbarer Nähe stehen. Okay, der Packer holt sich jetzt erstmal... Hol du dir erstmal das Elex, dann die müssen wir auch noch mal richtig peilen, glaube ich. Und dass er sich mal bevorzugt das Dunkle holt. Ah, wir haben das Dunkle mitgenommen. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Und die nächste Armee, die ich in jedem Fall habe, ist mal ein bisschen anders. Man muss natürlich die Truppen mitnehmen, die gefordert sind, damit man in einem Rutsch immer einen Punkt kriegt in allen drei Ranges. Aber den machen wir erstmal ganz lang hier. Den bringen wir mal auf 0, glaube ich zumindest. Da ist jetzt noch... der Packer und da geht noch der andere Packer. Also mit 4 Packer geht es natürlich auch gut und im Moment kostet das... Ah, das sind alle 3 Golems. Jetzt sehe ich es erst. Alle 3 Golems haben überlebt. Sauber, Jungs. Sauber gemacht, Jungs. Oh, ich werde erstmal aus dem Spiel geschmissen. Sauber. Ich bin ein bisschen zu lange unterwegs. Ja, dann, da ich mit dem hier nichts machen kann, wisst ihr was? Ich springe doch nochmal auf meinen 10er. Da machen wir genau das Gleiche. Jo, bevor wir aber hier jetzt aus dem Spiel geschmissen werden, so sieht das übrigens aus mit 0 Sekunden hier, machen wir uns kurz mal unattraktiv und wir hatten ja auch ein bisschen Ziele, also das müsste meine letzte Kanone sein, die letzte goldene, ja, ich habe doch noch die Minenwerfer zu machen, die X-Bogen, den Bombenturm und wir nehmen hier noch ein bisschen was fürs Elex mit, nämlich den Bohrer hier für 6 Tage und frage kurz einmal ein paar Truppis an, Bodengift ist immer gut, Bodengift kommt immer gut und das gibt's jetzt mal exklusiv vom Schief und dann springen wir mal auf den 10er. So, dann kann ich den nämlich jetzt ausloggen. Jetzt sind wir hier auf dem 10er gelandet und dann suchen wir hier auch mal einen Gegner. Ah, Mist, jetzt habe ich schon eine Truppe gesetzt. Oh, na super. Na super, ist euch bestimmt auch schon passiert. Habt dann eine Truppe gesetzt und wollte das eigentlich gar nicht. Aber so wirklich wegklicken will ich den auch nicht. Also nehmen wir den mal mit hier. Und ihr seht, ich habe 4 Bowler einfach mal so dabei. Ich will mal eben gucken, wie wir hier jetzt am geschicktesten in diese Base reinkommen. Ich glaube, wir kommen von hier rein. Ja, jetzt habe ich natürlich schon einen Magier verbraucht. Ich hoffe nicht, dass das nachher der entscheidende Magier ist für mich. So, Bowler hier reingesetzt. Wir nehmen die Clanburg hier mal mit. Ich glaube, ich habe ein paar... Was habe ich denn eigentlich in der Clanburg gehabt? Ah, ich glaube, da waren ein paar... Magier drin. So, dann können die Jungs hier springen und, oh nein, was für ein Graus. Da ist ein Golem drin. Okay, aber die Packer müssten den eigentlich machen. Komm, jetzt muss das hier ein bisschen in die Mitte gehen, denn auch mit diesem Account hier brauche ich händeringend das Dunkle. Warum, das werde ich euch gleich erzählen.
Und ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Das kriegen wir hier in jedem Fall. Da sind die Päckis jetzt durch. Dann nehmen wir die nochmal in Wut. Die müssten gleich nach dem Bombenturm. Ah, die Bola nehmen sich. Die Bola nehmen sich in jedem Fall den zweiten Inferno. Den haben wir gepackt. Das ist schon mal nicht schlecht. Die Queen. Auch hier ist die Queen wieder ganz allein auf sich gestellt. Queen, das muss ein bisschen besser werden, dass du nicht immer ganz weg vom Schuss kommst. Aber wir haben schon mal gewonnen hier. Und ja, wir haben ihm auch ganz nett die Ressourcen genommen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Die gehen nach da lang. Ich habe noch 3 Magier. Die muss ich in jedem Fall setzen. Ich muss sie nur geschickt setzen. Der eine Bowler hier. Ah, dann machen wir das mal so. Wir setzen den mal hier hinter. Denn der wird sich dem einen Bogenschützenturm jetzt gleich annehmen. Und der Bowler auch. Okay, das ist schon mal nicht schlecht. Damit ist der weg. Ich hoffe, die gehen jetzt nicht wieder durch. Ihr seht das hier jedes Mal, wenn hier so ein Gebäude jetzt zerstört wird. Oh, geht doch hier. Die beiden Bowler gehen in die Mitte. Okay. Die werden jetzt natürlich kläglich sterben am Tesla dort. Und ich lasse hier jetzt mal. Ja, ich denke, das können wir ruhig machen. Auch wenn hier jetzt der Minenwerfer schon schießt. Die beiden Magier hier machen wir in jedem Fall noch weg. Oh nee, die schaffen. Die Bowler haben den Tesla noch gepackt. Okay, dann kriegen wir die letzten Ressourcen auch noch. Ja, mit dem RH10 habe ich nämlich auch das Problem. Da kann ich im Moment die Clanspiel-Rewards nicht abholen. Denn ich habe noch ein Heldenbuch und das muss ich erstmal verbrauchen. Das würde ich gerne für die Queen einsetzen. Allerdings kostet die 175.000 Dunkles. Und also auf 40, dann ist die hier auch maxed auf dem Account. Und das gilt es erstmal reinzufarmen. Da gehören die 345 auch noch mir. Auch nö, jetzt kommen da so blöde Skelette raus. Die sind jetzt erstmal abgelenkt, aber die haben mir das Lagerfeuer geholt. Wunderbar. Und hier ist er immer noch dabei. Ja, die restlichen Ressourcen, wir lassen die mal auslaufen. Ich denke mal, das ist auch gewesen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen diese Hin- und Her-Springerei mit mir. Ah, hier ist auf 0 Sekunden mit mir so ein bisschen gefallen. Ja, ist in Ordnung. Kann man machen. Die nächste Armee, ja, ich mag es auch. Okay, den Bonus haben wir auch mal mitgenommen. Die nächste Armee sieht auch ein bisschen anders aus. Also hier nehme ich auch mal wieder nur das Minimale mit ein bisschen Queenwalk. Also ein bisschen Abwechslung muss einfach rein. Das macht die sicherlich auch, denn jetzt 10 Mal mit dem Go-Vibe angreifen hintereinander, das ist auch nicht so mein Ding. Ich bin auch recht hoch in der Liga hier. Also man sieht und man hört sich. Bis dahin, euer Toto. Flashen.